ist Demokratie die Auseinandersetzung, wie es für uns weitergeht. Deswegen die Debatte hier öffentlich. Der nächste Redner ist hier. Andere Wortmeldung, dass ich sehe. Also er hat sich gemeldet und er geht das Mikrofon. Niemand übersehen, meldet euch, wandert dann hier. Also bitte. Ja, hallo erstmal. Mein Name ist Johannes Frank und ich würde gerne einfach gleich an den Beitrag von eben anschließen und ein paar Sachen, ein paar Grundinformationen dazu geben. Und zu dem Beitrag eben ein paar Grundinformationen dazu geben. Also jeder meint von hier, wir leben in einem Staat. Ja? Jeder von uns meint, wir leben in einem Staat. Das ist aber absolut nicht richtig. Ja? Jeder meint, das Grundgesetz ist gültig. Das ist es auch nicht. Und zwar seit 1990 ist das Grundgesetz ganz offiziell laut Bundesbereinigungsgesetzen ungültig. Ja? Und es ist etwas, was auch die ganzen Politiker wissen. Deswegen machen sie einfach, was sie wollen. Ja? Weil das Grundgesetz, das ist ein Besatzungskonstrukt gewesen für die BRD. Und es war schon immer gewesen ein Besatzungskonstrukt der Alliierten. Das hat nichts mit Deutschland zu tun gehabt. Wir brauchen eine Verfassung. Wir haben an sich... Nein, wir haben kein Grundgesetz. Es ist offiziell nicht gültig. Die Sache ist, was wir erkennen müssen. Wir müssen die Menschenrechte, müssen wir für uns erkennen. Wir müssen uns selbst als Mensch erkennen. Ja? Solange wir irgendwo hingucken und sehen, da läuft irgendwas nicht in Ordnung und einfach weggucken, brauchen wir uns nicht beschweren, wenn das andere genauso tun. Es muss jeder Einzelne bei sich selbst anfangen und sich als Mensch erkennen und sagen, hey, stopp, so ein Mist, das muss nicht sein. Genau wie das Finanzsystem. Jeder kann mal auf seinen Euroschein drauf gucken, da sieht jeder ein Copyright drauf. Copyright EZB. Das ist keine Währung, das ist ein Kunstgut. Ja? Das ist geschützt. Durch Copyright. Eine Währung muss nicht geschützt werden. Und auch nur ein Staat darf Steuern erheben. Die Sache ist, das Steuergesetzbuch ist 1933 eingeführt worden. Von Adolf Hitler. Ja, das muss man einfach mal sagen. Und 1945, durch die Nazifizierung, wurde es aufgelöst. Und trotzdem zahlen alle noch Steuern. Dann ist die nächste Sache, das Finanzamt ist ganz offiziell eingetragen als eine Firma. Es ist ja nicht verboten, eine Firma Finanzamt zu nennen. Es sind einfach generell diese ganzen Sachen, die alle Leute in die Verwirrung bringen. Und einfach meinen, ich muss nach dem Gesetz oder sonst irgendwas machen, aber eigentlich das Wichtigste außer Acht lassen. Wir sind alle Menschen und wir leben alle zusammen. Also sollten wir doch auch zusammenarbeiten und zusammenhalten. Wow. Ja. Vielen Dank.